Heute ist es so warm, dass wir auf die andere Seite vom Haus gehen mussten und uns hier den Tisch und Stuhl hingestellt haben. In Schatten, weil wir es vorne auf der anderen Seite nicht aushalten konnten. Strand können wir gerade nicht. Nee, ist viel zu heiß. Nee, zum Geht nicht. Strand können wir nicht, weil Ghana Rücken hat. Ja, Ghana hat Rücken. Da liegt sie. Die hat schon Schmerzmittel gekriegt heute. Jetzt geht's schon wieder. Sie bewegt sich schon mal wieder ein bisschen mehr. Nur Ghana? Sie sagt nichts. Und zur rechten Seite die Nachbarn, die kommen aus Augsburg. Die haben die Schmerzmittel für Ghana rübergegeben. Die haben auch zwei Hunde. Bitte schön. Ghana geht es schon wieder besser. Und damit sie ein bisschen mehr trinkt, kriegt sie meinen über den Tag verteilten Leberwurst-Kaltgetränk. Und leer. Nachschlag? Ja, an Fenster 1. Dann wollen wir die Mama mitnehmen. Kaffee. Ich werde der Wespe nichts abgeben. Ich auch nicht. Die kann sich da ein Kaltgetränk holen. Ghana geht's wieder besser. Weg ist er. Weg ist er. Und dank der Wundermedikamente von unseren Nachbarn. Von unseren Nachbarn. Bist du doch kitzlig? Wir gehen jetzt alleine an den Strand, wir zwei. Ohne Ghana. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Weil die muss ich noch ein kleines bisschen schonen. Nicht, dass sie gleich da am Strand noch mal rumläuft wie angestochen. Und es ist auch noch sehr warm, wenn wir jetzt über die Düne gehen. Das ist ein bisschen heiß. Wir gehen dann nachher noch mal zum Sonnenuntergang mit ihr los. Das ist aber auch eine Mörderhitze heute. Ja, das ist der Wahnsinn. Mann! Fast Mitte September im Norden. Ja, hat sie keinem erzählen. Ich mache ja gerne hier oben Urlaub. Weil es hier nicht so heiß ist. Weil es nicht so heiß ist. Und dann kommst du hier an. Na gut, wir springen jetzt gleich erstmal in die Fluten. Aber ist gar nicht mehr so heiß, der Sand, ne? Nee, jetzt ist er nicht mehr so heiß.
Heieieiei. Das ist eine Hitze, wie damals, als wir noch nach Frankreich gefahren sind zum Campingurlaub. Es ist 20 vor 6 und du gehst hier am Strand lang und schwitzt dich tot. Ja. Unglaublich. So, heute nur mit ganz leichtem Gepäck. Nur ein Handtuch. Da ist ein Angler. Wollen wir da wieder reingehen? Ja, wir gehen da vorne wieder rein. Wenig Wellen, glasklares Wasser, ideales GoPro-Tauchwetter. Aber da müsste ich die Puschel wieder runternehmen von dem Mikrofon. Da habe ich keinen Bock drauf heute. Das war die erste Abkühlung. Jetzt gehen wir noch mal rüber zur Mole und da gehen wir vielleicht noch mal kurz rein. Barfuß ohne Schlürfen. Ich probiere es mal. Okay. Ja. Perfekt. Super. Und wieder mal der beschwerliche Weg über die Düne. Ah, Schatten. Sehr schön. Fjaltring Feriebü. Da hinten ist unser Haus. Boah, jetzt will es aber wissen.
gucken, ob sie sich freut. Da ist die! Da ist die Gana! Ja, da sind wir wieder! Du warst so ganz alleine im Ferienhaus. Ja! Super! Ja! 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 Ja, na komm! Ja! So, weiter! Ja, 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 ja! Ja! Na los, eine Belohnung! Nee, da bleibt sie lieber draußen.